pass auf, wenn es nicht rein ist. Wenn er in Österreich ist, eben natürlich zu jedem Event nach. Und eins muss ich auch nur dazu sagen, der David Hasselhoff ist sogar in diesem Auto gesessen. Das war in Gmunden, glaube ich, gell? Ja. In Gmunden, bei einem kleinen Auftritt von David Hasselhoff, ist er bereits in diesem Auto gesessen und die zwei haben auch ein bisschen geplaudert. So viel zur Geschichte dieses Kennzeichen und dieses wunderschönen, originalgetreuen, schwarzen Autos. Dankeschön. Servus. Zum zweiten Vorstellungsblock von amerikanischen Fahrzeugen hier in Karlsdorf bei Graz. Wobei ich glaube, letztes Jahr hat eine Eingemeindung stattgefunden. Es ist jetzt Zettling, soweit ich weiß. Aber an diesen Details wollen wir uns jetzt nicht aufhängen. Grundsätzlich möchte ich natürlich alle, die jetzt in der letzten Stunde hier hinzugestoßen sind, recht herzlich willkommen heißen. Es freut mich sehr, dass ihr so zahlreich an diesem Wochenende, an diesem Samstag erschienen seid. Und ja, ganz eine tolle Sache, euch als Publikum auch hier wirklich begrüßen zu dürfen und wohlheißen zu können. Jetzt haben wir hier einen Wagen, der auch in den letzten Jahren schon immer wieder die Bühne hier bereichert hat. Man muss aber vielleicht dazu sagen, dass das eine oder andere unter Umständen noch nicht erwähnt wurde, weil wenn so Dauergäste oder so Stammgäste auf eine Veranstaltung fahren, ist es natürlich unter Umständen gefährlich, sich zu wiederholen. Aber ich möchte auf zwei, drei Dinge zu sprechen kommen, die unter Umständen noch nicht erwähnt wurden. Es ist so, dass es sich um einen 1947er Plymouth handelt. Das gebe ich zu, runtergelesen zu haben. Ich hätte das Baujahr jetzt nicht ganz genau definieren können. Allerdings sind zwei, drei Dinge dran an diesem Auto, die ich durchaus erwähnenswert finde. Zum einen, Plymouth ist ja die Einstiegsmarke von Chrysler und hat bei diesem Modell beispielsweise etwas gemein mit der Marke Pontiac von General Motors, nämlich dass vorne die Kühlerfigur beleuchtet ist. Bei Pontiac war es mir bis heute auch bekannt, dass es das natürlich gab, dass man bei eingeschalteten Lichtdauern auch vorne einen Lichtschimmer durch diesen Kunststoffteil hindurch hat fallen lassen. Allerdings ist es bei diesem Plymouth sogar noch etwas weiter gereicht, nämlich hinten ist der Kofferraumdeckel entsprechend durch ein Kofferraumschloss auch verschlossen und das kann man betätigen, indem auch hinten ein beleuchtetes Symbol sozusagen betätigt. Was ich persönlich ganz interessant finde, ist, dass dieses beleuchtete Symbol hinten ein Segelschiff darstellt. Jetzt mag man sich natürlich fragen, warum hat denn ein Auto wie dieses ein Segelschiff da hinten drauf? Naja, das hat einen kleinen geschichtlichen Hintergrund. Es ist so, dass die Marke Plymouth eigentlich seinen Namen daher hat, weil in Großbritannien damals im Hafen Plymouth, in der Hafenstadt Plymouth, ist man von aufgebrochen in die neue Welt, ja? Und in den Vereinigten Staaten, die damals so noch gar nicht geheißen haben, war der Plymouth Rock der Hafen, an dem dieses Schiff angekommen ist. Und dieses Schiff, das damals auch diese Atlantiküberquerung vollzogen hat, war die Mayflower. Und hinten ist dieses Segelschiff eben drauf, um auch an diese Geschichte zu erinnern, beziehungsweise an den Grund, warum die Marke Plymouth eigentlich so genannt wurde. Eine letzte kleine Detailinformation noch zur Marke als solches. Es ist ganz interessant, dass in den 1920er Jahren hat man in den Vereinigten Staaten eine Stahldrahtsorte auch vertrieben, die an die Landwirte ausgeliefert wurde, um ihre großen Weiden einzuzäunen. Und auch diese Marke von diesem Stahldraht hat auf den Namen Plymouth gehört. Und deswegen hat man hier auch ganz, ganz große Vorteile gesehen in dieser Identifizierung mit dem Namen. 1928. Ich nehme den Gruß meiner Tochter als kleinen Anlass, eines noch erwähnt zu haben. Das ist mir heute total aufgefallen. Also viele von uns sind heute mit den Kindern hier, egal ob USK-Besitzer oder Besucher. Und ich finde es ganz, ganz super von allen Mamas und Papas, dass sie sich trotzdem dieser Asphaltplatz natürlich jetzt kein Kinderspielplatz ist, aber trotzdem die Kids mitnehmen. Weil wir wollen ja, dass das, was wir schätzen und gern haben, vielleicht auch in die nächste Generation rüberschwappt. Also ganz, ganz super an alle Daddys und Mamas, die die Kinder heute mithaben. Finde ich ganz toll. So. Das an dieser Stelle, völliger Stilwechsel,
von Kindern am Wochenende mitnehmen zu einem Kriegsgerät. Ja. Drastischer könnte, denke ich mal, der Schwenk nicht sein. Ein Jeep aus dem Jahre 1942 und ich möchte das Fahrzeug als Anlass nehmen und ich glaube, du warst letztes Jahr auch schon da. Warst du letztes Jahr auch schon da? Letztes Jahr? Hier? Nein. Vorletzte, vor zwei Jahren, okay. Na dann passt, dann kann ich dir die Geschichte ja nochmal ganz kurz zumuten. Grundsätzlich ist es so, dass die Marke Jeep, die man heute ja dem Chrysler-Konzern zuordnet, der wiederum in dem Besitz einer italienischen Investorengruppe ist, recht viel komplizierter geht's eh nicht, war ursprünglich natürlich eine eigene Marke und war nicht beim Chrysler-Konzern, sondern hatte damals auch mit dem Unternehmen Willys sehr viel zu tun. Und dass das Auto hier steht, hat eigentlich einen relativ tragischen Hintergrund, nämlich den Zweiten Weltkrieg. Und es ist ja so, dass 1938 der Weltkrieg, wie wir alle wissen, dann losgetreten wurde. Und die Amerikaner waren bis einschließlich in die ersten Monate des Jahres 1941 eigentlich nicht am Kriegsgeschehen aktiv beteiligt. Man hat sich dann aber das Ganze überlegt und das US-Kriegsministerium hat dann sich nicht mehr den Geschehnissen verschließen können und begann dann ebenfalls als alliierte Streitmacht da mitzumachen. Und der Willys, wie man hier sehen, dieser Jeep, ist eine Konstruktion, die eigentlich aus vielen verschiedenen Vorschlägen, die die Rüstungsindustrie bekommen hat, eingelangt ist. Und das Schlimme ist nur, dass jeder dieser Vorschläge, für denen die Konstrukteure nur sehr wenig Zeit hatten, nämlich nur 49 Tage, jede Konstruktion für sich war nicht dem Kriegsministerium entsprechend genug. Man hat sich dann darauf geeinigt, aus den drei besten Vorschlägen wiederum das Beste zu nehmen und dann wurde aus einer Kooperation der Marke Willys, der Marke Bentham und des Unternehmens Ford dann dieser Jeep hier aus der Taufe gehoben. Die größten Stückzahlen dieser Jeeps sind bei Ford produziert worden, weil dort einfach im River Rouge Industriekomplex die größten Kapazitäten da waren, um große Stückzahlen auch zu fertigen, aber auch bei Bentham und Willys sind einige vom Band gelaufen. Und der hier war tatsächlich im Kriegsgeschehen, es war ein Funker-Jeep, der wurde einfach dafür verwendet, dass sich die entsprechenden Truppen und Mannschaften auf dem Feld an der Front auch unterhalten könnten, aber nicht über das Wetter, sondern über die notwendigen Befehle, die ausgetauscht wurden. Ja, und so wie die hier jetzt ausschauen, so sind die Autos damals vom Band gelaufen. Befeuert mit einem Vierzylinder Devil Motor, entsprechend robust und langlebig, aber nicht unbedingt sparsam, muss man auch sagen. Okay, und er war zweimal in der Normandie an der Küste, wo die Bunker stehen, diese Betonmeiler. Okay, alles Gute, Servus, ciao. Es gibt Leute, die sind entzückt darüber, wenn Autos Räder haben, die größer als 20 Zoll besitzen. Naja, die Aussage, die ich gerade getroffen habe, ist ja eine relativ junge, aber wenn man sich diese Räder anschaut, also 20 Zoll ist da überhaupt kein Problem. Ja? Natürlich nicht Vollaluminium, sondern Stahl und Speichen und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, die Durchmesser waren damals ganz andere als heute. Model A, vielleicht ganz interessant, grundsätzlich ist es so, dass der Ford-Konzern, der von Henry Ford dem Ersten gegründet wurde, hat ja ganz lange das Prinzip verfolgt, dieses Ford'sche Prinzip, nämlich nur ein Modell zu bauen. Und das Modell T hat ja eine ganz, ganz lange Historie, bis einschließlich 1927. Und es wurden auch hier eine der wenigen Stückzahlen, die mir geläufig ist, man hat 15 Millionen Stück von diesem Model T damals verkauft, in der Zeit von 1908 bis 1927. Und man muss eines nicht vergessen, damals waren Pferdekutschen aber noch im täglichen Straßenbild. Also wirklich eine beachtliche Leistung. Und dann hat man aber einen doch Generationskonflikt gehabt. Der Sohn von Henry Ford, der auf den Vornamen Edsel gehört hat, hat gesagt, wir müssen was anderes machen. Die Absatzzahlen sinken immer weiter nach unten und dann hat man dieses Model E entsprechend konstruiert, der von 1928 bis einschließlich 31 gebaut wurde und das Model E war damals ein absoluter Geniestreich und auch diese Stückzahlen von diesem Modell sind exorbitant hoch gewesen für die damalige Zeit und Ford hat grundsätzlich ja, zur Massenmotorisierung einen wirklich großen Beitrag geleistet und dieses Design soll auch einige Dinge in sich vereinen, die man mit viel größeren Modellen eigentlich in Verbindung bringt und die eine oder andere Kleinigkeit an diesem sehr günstigen Model E findet man auch an einem sehr teuren Lincoln der damaligen Zeit wieder, weil natürlich der Edsel Ford, der Sohn des Unternehmensgründers, war ja eigentlich auch der Chef der Lincoln Division, aber das nur so am Rande. Grundsätzlich ist dieses Auto aus den Vereinigten Staaten importiert worden nach Europa, vielen Dank, und bietet hier natürlich eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, eine Zeitreise vorzunehmen und ja, einfach Fotos machen,
viel Spaß dabei haben und ich wünsche dir allseits gute Fahrt. Servus.